Dear Dad, heute nehmen wir eine neue Folge von Mesh unter Messer auf. Leider sind heute nur Arnim und Sven da, aber hey, das macht ja nichts. Wir haben ja gesagt, wenn wir zu dritt sind, nehmen wir trotzdem auf. Ja, willkommen bei Mesh unter Messer. Wir besprechen heute aus der zweiten Episode die Folge 9. 9 Ausrufezeichen. Und das ist eine Dear Dad-Folge, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, und zwar die dritte. Dementsprechend ist der Titel im Deutschen, im Englischen auch einfach nur Dear Dad 3. Ja, ich schmeiß mal den deutschen Titel, der doch einen gewissen Sinn hat. Blut hat nur eine Farbe. Man hätte auch sagen können, ein Kessel buntes. Ja, wer wir sind, habe ich euch ja gerade schon verraten. Und dementsprechend fange ich jetzt mal an mit der Zusammenfassung. Die fällt mir bei diesen Episodenfolgen immer ein bisschen schwer, aber ich gebe mal mein Bestes. Am Anfang geht es darum, dass es in der Tat so stinkelangweilig ist, dass selbst Trapper und Frank zusammen Karten spielen. Ja, und dann folgt auch schon gleich eine Szene im OP, wo ein Soldat, ein Verletzter, darum bittet, dass man ihm doch bitte die richtige Farbe Blut geben soll und nichts von diesem Darky-Stuff. Dieser sympathische junge Mann wird uns dann auch weiterhin begleiten und das ist im Prinzip so der Der rote Faden. Ja, genau, der Spannungsbogen, der rote Faden, der sich durch die ganze, ach, jetzt kapiere ich es wegen Farbe, okay. Der sich durch die ganze Folge zieht. Wir haben ansonsten noch jede Menge kleinere Szenen, unter anderem eine sehr hässliche Situation, die Momente später passiert, wo jemand eingeliefert wird, der eine tickende Granate in sich stecken hat. Und man baut dann in der Prä-OP-Station im Prinzip einen Tisch auf, wo man das Ding dann rausholt und stapelt zum eigentlichen OP Sandsäcke auf. Und ja, es ist eine äußerst unschöne Situation. Ja, zwischendrin gibt es auch immer noch mal die Happy Hour im Swamp, wo Henry Blake jedes Mal betrunken irgendwen anders zuquatscht. Beim ersten Mal den Vater, beim zweiten Mal irgendeine unschuldige Schwester. Und ja, ähnliche Szenen, die sich so durchziehen, über die können wir dann, glaube ich, reden, wenn sie sich entsprechend anbieten. Der rote Faden, der sich durchzieht, entwickelt sich dann so, dass sie also beschließen, den jungen Herrn mal immer ein bisschen dunkler zu malen und dass verschiedene Leute ihn dann also entsprechend mal wissen lassen sollen, wie das denn so ist, wenn man aufgrund von seiner Hautfarbe immer mal wieder diskriminiert, angesprochen und das immer wieder zum Thema gemacht wird. Das ist vielleicht was einige Leute mal bräuchten. Habe ich was vergessen? Nee, an sich nicht. Ne? Gut, sehr schön. Dann lasst uns doch gleich mal anfangen und zwar ein bisschen anders als sonst. Wir gehen ja sonst immer chronologisch durch, aber ich finde, das macht bei diesen sehr episodischen Folgen nicht allzu viel Sinn. Eine Szene habe ich noch nicht erwähnt und zwar, wo sie den Film gucken von Henrys Familie und seiner Tochter Molly. Den Film von dem fünften Geburtstag seiner Tochter. Ja. Ja, also ein schöner Trend, Drüsen drüber für alle. Deshalb da auch noch so eine Nonsens-Aufführung, die er wohl irgendwie in irgendeinem geheim versteckt hatte, hinten angeschnitten hatten. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich die irgendwie dann am Ende auch nicht mehr so witzig fand. Also es war irgendwie eher so, ja, okay, es ist ein komisches Heimvideo, warum haut ihr euch darüber so weg? Naja, wenn du deinen kommandierenden Offizier so im Garten rumtun siehst und hast sonst nichts Besseres zu tun und sitzt da nur gelangweilt rum, ich glaube, da würdest du dich auch über Nase probieren, ziemlich amüsieren. Zugegeben, aber es ist Henry, ja, also den irgendwie in Embarrassing Antics, wie es die Zusammenfassung hier im Wiki sagt, zu sehen, ist ja jetzt nichts so Ungewöhnliches. Was du vergessen hast, ist noch die Ausschusssitzung, die danach aber beschließt, die Ausschusssitzung vorzulesen. Oh, an der Stelle habe ich mich sehr gefreut, dass du heute hier bist, Sven. Solche Meetings kennst du doch bestimmt auch, oder?
Zum Glück nicht mehr so häufig, aber das ist halt in jeder größeren Firma mit, wir schicken mal das Protokoll der letzten Sitzung rum, passiert das halt öfters als Berater. Ja, leider. Ja, also ich kenne das Ganze durchaus von diversen staatlichen Stellen, wo dann auch oder auch von irgendwelchen Vereinssitzungen und so, wo dann natürlich auch wirklich Formalien zu erfüllen sind. Also da muss dann halt irgendwie auch die Anwesenheitsliste irgendwie durchgegangen werden, obwohl man ja sieht, dass alle da sind und so weiter und so fort. Ja, da dachte ich auch so, oh Gott, dass das bei denen in Chaos übergeht, ist ja nun klar. Jawohl, das Protokoll war geil, ne? So nach dem Motto, ja, beim letzten Mal haben sich alle geprügelt und der riss dem die Rangabzeichen ab. Ist schön. Dafür wird der Krieg für beendet erklärt. Ja. Ja, ich finde, in der Folge hat man so schöne Kleinigkeiten. Also gut, das kommt in der deutschen Übersetzung nicht raus, aber Hawkeye zitiert ja dann, nachdem sie halt erstmal diesen Nazi da hatten, ich sag's mal jetzt so, den Mensch mit Problemen, wo fremde Farben drin vorkommen, leider damals ja eigentlich noch 1951 Grad, ich glaube 49 hatten sie es erst abgeschafft mit den getrennten Einheiten. Also so gesehen hat der damals mehr oder weniger noch recht gehabt, weil die Armee sich ja noch gesträubt hat. Und dann zitiert ja Hawkeye Kipling, was ja so einer der berühmtesten Kriegspoeten ist, um es mal so auszudrücken, bei den Briten und Amis ja sehr beliebt, mit auch einem, naja, Gedicht, wo es um, naja, Vorurteile geht über Indien, in der deutschen Fassung grausam zerstört. Ich weiß nicht, ob das die schlechte Übersetzung einfach von Kipling nur ist oder ob das einfach grundsätzlich schlimm im Deutschen übersetzt ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch kein Kipling-Buch rumliegen, um ehrlich zu sein, um es nachzugucken. Ich kenne den Typen halt nur, weil irgendwie die Amis so drauf schwören. Und ich finde so auch fies, der Blindgänger, den sie da aus dem Kollegen rausholen. Aufgefallen, was das für eine Granate ist? Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Nee, also mit so einer Technik kannst du nicht jagen. Ist es eine amerikanische Gewehrgranate? Ah, okay, das hätte ich jetzt auch geraten. Auf jeden Fall sah es hässlich aus. Es war also nichts von den Gegnern, sondern der hat von seinen eigenen Leuten so eine Granate abgekriegt. Friendly fire isn't. Ist halt auch wieder so nett eingebracht, ohne es groß zu sagen. So, ups. Und ich finde es halt auch nett, dass sie diesen Soldaten mit leichten Vorteilsproblemen dann erstmal abtönen und danach halt auch erstmal Melone servieren, was ja eine sehr rassistische Vorteil gegenüber Afroamerikanern in den USA ist, dass die immer nur Melone essen. Ja, also vor allem aus den Südstaaten, ne? Also irgendwie Melone und paniertes Hühnchen. Ja, ich meine, also da würden sie es ja doch ein bisschen rein. Vor allem als dann die, wie heißt die Schwester nochmal? Ginger. Ginger dann sagt, hier steht weiß. Haben sie aber gut hingekriegt. Ja, good work, baby. Also sie redet da dann auch sehr in Anführungszeichen schwarz, als sie da dann mit ihm redet. Und auch als er dann da irgendwie sie anpöbelt und sie ihn dann erstmal so, pass mal auf, mein Freund. Ich bin Lieutenant und ist mir ziemlich egal, ob du hier als Weißer durchgehst. Pass auf, was du sagst. Ja, das fand ich sehr schön. Ich meine, gut, da sieht man dann auch wieder, warum die Schwestern alle Lieutenants sind. Nee, aus demselben Gründen haben ja auch eigentlich immer Diensthunde und Esel einen höheren Rang als der betreuende Soldat, ne? Was? Ja, traditionell haben in fast allen Armeen Diensthunde und Dienstpferde und ähnliches einen höheren Rang als der Soldat, der sie führt. Okay. Damit Tieresmisshandlung bestraft werden kann als Angriff auf vorgesetzte Offiziere. Aha. Das ist ein Scherz, oder? Nein, es ist wirklich traditionell so. Mir war wirklich nur im Hinterkopf, dass irgendein römischer Cäsar da irgendwie sein Lieblingstier als Senator da verpflichtet hatte, weil er es konnte. Aber gut, jeden Kirchen werden Kirchen. Man könnte ja auch einfach in so eine Dienstvorschrift oder so ein Dienstrecht reinschreiben, dass die Tiermisshandlung entsprechend schwer gerückt wird. Aber naja, gut, was soll man machen? Gut, was haben wir noch? Irgendwas hatte ich noch vergessen. Ach ja, genau, ich wollte nochmal zu dem Sitzungschaos zurück. Sehr schön finde ich auch, dass jedes Mal, wenn es um das Protokoll der letzten Sitzung oder irgendwie um die letzte Sitzung geht, Raider nochmal erwähnt, dass er da ja alleine war und deswegen kein Protokoll geschrieben hat und dass er der Vorsitzende war, weil ja er alleine war.
Und dann so, ja, wir können ja dann noch den, aus dem Protokoll von der vorletzten Sitzung zitieren. Wir zitieren jetzt hier also aus der monatlichen Sitzung, die vor 6 Monaten das letzte Mal war. Das kommt mir dann auch teilweise sehr bekannt vor, ja. Aber was für eine Sitzung war das eigentlich? Staff-Meeting, also im Prinzip hier Kommandostab oder Stabssitzung, also der, die höchstrangigen im Camp. Ja, weil das stimmt ja an sich. Also das ist ja das, was mich so ein bisschen wundert. Die haben ja eigentlich auch mehr Chirurgen eigentlich. Der Pfarrer ist auch nur Lieutenant, also Junior-Lieutenant. Die ganzen Nurses sind auch Junior oder Captain. Also da müssten ja eigentlich mehr Offiziere eigentlich da sein. Die hätten wahrscheinlich nicht in die Szene gepasst. Klar, es ist jetzt nur die Hauptperson, ne? Das typische Star Trek-Problem. Ne? Star Trek-Problem, wir brauchen unsere Brückenbesatzung. Ja. Und ich fand es auch schön, so nach Kriegsende wollen wir uns alle nochmal besuchen. Der Antrag wurde abgelehnt. Ja, weil wenn ich nicht mal eine Ja-Stimme, nicht mal wer auch immer ihn eingebracht hat, hat dafür gestimmt. Ja, wir sehen in dieser Folge übrigens auch das erste Mal Father Mulcahy, der an einem Boxsack übt. Stimmt. Und er hat einen ganz ordentlichen Punch, da kann ich nichts sagen. Also der Sack bewegt sich doch ganz gut. Wahlweise ist der Sack zu leicht, aber das kann ja auch passieren. Ja gut, also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Es ist etwas, was hängt, es bewegt sich, es ist eine Faust im Spiel, also könnte es Boxen sein. Ja, dann würde ich sagen, sollten wir den Hauptplot noch mal ganz kurz zu Ende bringen, besprechungstechnisch. Der Soldat taucht ja dann auch mit seinem Gewehr in der Hand in der Happy Hour im Sumpf auf, wo dann auch alle ja erstmal etwas blass werden, sag ich mal. Aber er ist in der Tat nur dazu da, um sich von Hawkeye zu bedanken. Einmal für die Behandlung und dafür, dass er ihm was zum Nachdenken gegeben hat und salutiert ja dann nun auch vor der anwesenden Lieutenant Ginger. Ja, wobei, was ihn ja wohl auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist die Geschichte, die ihm Hawkeye erzählt hat. Da sind wir jetzt ein bisschen drüber hinweg geholpert. Ja, genau. Ja, also die Geschichte, die erzählt ist, dass Dr. Charles Drew kurz vorher verstorben ist, also ein Jahr vorher, 1950, bei einem Autounfall. Und die Geschichte, die Hawkeye erzählt, ist, dass er also das ist der Arzt, der im Prinzip das Verfahren Blutplasma zu isolieren entwickelt hat und damit also unfassbar vielen Menschen, speziell in diesem Traumaszenario, in dem sie da im Krieg stecken, das Leben gerettet hat. Und er erzählt dann die Geschichte, dass der also in das Hospital nur für Weiße nicht rein durfte und nicht behandelt worden ist und deswegen gestorben ist. Das ist allerdings eine urbane Legende. Die sich irgendwie auf diese Folge etwas zurückgreift. Aber ja, er ist in den Folgen eines Autounfalls gestorben, ja. Soweit stimmt das Ganze. Genau. Er war aber Afroamerikaner und der Rest stimmt quasi auch. Gut. Ja, ich muss sagen, eine gute Folge, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel, was hängen bleibt. Ich finde es schön, dass sie mit diesem Film mal so ein bisschen den Rückgriff nach zu Hause machen und irgendwie auch mal die Leute, über die sonst nur geredet wird, in dem Fall Henrys Frau, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Lorraine, genau, mal irgendwie die auch zeigen. Und ja, ich meine, es ist ja heutzutage schon nicht einfach, irgendwie längere Zeit von einem lieben Menschen getrennt zu sein. Aber in der Zeit, wo das mit Telefonieren und mal eben eine E-Mail schreiben und mal kurz ein Foto schicken und so weiter alles noch ein kleines bisschen schwieriger war, ist das natürlich nochmal ganz was anderes, ne? Ja. Also ich fand die Folge, also das hatten wir jetzt off-Camera quasi mal diskutiert. Ich habe halt den Eindruck, dass diese letzten 3 Folgen austauschbar für mich sind. Also es ist halt immer so ein bisschen den Rassismus anklingen, so ein bisschen die Majors, die durchdrehen. Aber es ist halt so von den Themen, die behandelt werden, für mich sehr austauschbar. Also es ist eine schöne Mesh-Folge, aber halt keine, die jetzt wie Five O'Clock Charlie oder ähnliches so richtig im Hinterkopf bleibt. Die halt wirklich so einmalig, so quirky oder sonst was ist, dass man weiß, okay, das ist die Mesh-Folge. Das ist halt einfach so ein Durchlauffutter für mich so ein bisschen persönlich, die Folge.
Ja, ich muss sagen, es ist auch die schwächste Dear Dad Folge bis jetzt. Die anderen beiden haben mir da auf jeden Fall besser gefallen. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Freund von diesem Episodenformat. Ich kann mir durchaus vorstellen, warum sie es gemacht haben. Und es passt ja auch, unterhaltsam ist es allemal. Ganz so austauschbar fand ich die drei Folgen jetzt nicht. Gut, die durchdrehenden Majors, die kommen immer wieder mal vor. Die spielen ja aber in dieser Folge zum Beispiel gar nicht so eine große Rolle. Und naja, dass sich die Serie dann doch öfter mal auch mit Rassismus auseinandersetzt, okay, ja, ist eines von vielen Themen, aber du hast natürlich recht, das kam ja jetzt hier schon etwas häufiger vor. Ja, von daher, ich fand die Folge wohl gut, genau wie die letzten beiden. Und nee, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich merke, dass die Schreibkunst in der zweiten Folge doch irgendwie auf einem anderen Niveau ist als in der ersten noch. Ja, wobei ich sehe noch Entwicklungspotenzial nach oben. Aber ja, es ist eine schöne Folge. Ach, eine Sache habe ich mir noch, hatte ich noch, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, Herrgott nochmal. Hawkeye erwähnt ja, wie viel ein Arzt verdient, und zwar $413.50 im Monat. Was schätzt ihr denn, wie viel das umgerechnet nach heute ist? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal nur einmal nachgegoogelt. Ich habe einfach, so habt ihr so eine ganz grobe Idee? Ist das viel, ist das wenig? 2000 Euro? 3000? Keine Ahnung. Also es sind etwas mehr als vier. Ich habe mal mit dem Umrechnungskurs von 1951 einfach gerechnet, beziehungsweise mit der Inflationsgedöns, ja, ihr wisst schon. Es sind also etwas mehr als 4000 Dollar, Entschuldigung. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, wenn man sich so Einkommen allgemein anguckt. Es ist aber natürlich weniger, als die Ärzte allesamt im Hospital verdienen würden. Ja, dafür sind sie ja halt bei freier Kost und Logie in einem fremden Land. Ja, so kann man das natürlich auch verargumentieren. habt ihr noch was oder wollen wir zur Bewertung schreiten? Ich habe nichts mehr. Nö. Diesmal nichts vergessen? I've got nothing. Ja, wir haben bestimmt irgendwas vergessen, das tun wir ja immer, aber das macht ja nichts. Lass mich kurz nachdenken, wie fand ich die Folge denn? Also ich fand sie irgendwie solides Mittelfeld und dementsprechend gebe ich ihr auch 2,5 von 5 Saluten unerwarteter Art. Also von mir kriegt die Folge 4 angepinselte Soldaten und 2 unexplodierte Granaten im Rücken. Das ist aber eine nette Bewertung. Ja, für mir kriegt sie 7 von 10 Wassermelonen, was sie dann halt in die Reihe bringt von den letzten beiden Folgen, die wir besprochen haben. Und wie gesagt, für mich nette allgemein Meshkost, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut und angenehm, aber nicht bemerkenswert. Gut, dann hoffen wir sehr, dass ihr ein bisschen Spaß beim Anhören dieser Episode hattet und vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Anschauen der Episode, die wir besprochen haben. Dass ihr alle die nächste Granate, die ihr entfernen müsst, überlebt. Ja, wobei die Szene finde ich nett beschrieben. Also das ist halt das, was ich wirklich nett finde, wie er das da beschreibt. So, der Patient und die Chirurgen haben es überlebt. Also jetzt, wo du auf die Granate nochmal ansprichst, das war für mich die stärkste Szene in dieser Folge. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Die Chirurgen, die Patienten und die Podcastenden haben es überlebt. Und tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind heute in der zweiten Staffel der 10. Episode und wir liegen unter Beschuss.
Die Folge ist im Original The Sniper und im Deutschen hat sie den Titel Die unter Beschuss liegen. Ja, okay. In dieser Folge liegt das 4077. Ja, unter Beschuss und die Leute sind an verschiedenen Orten eingesperrt und viel lustiges Zeug passiert und dann hat das Ganze ein tragisches Ende und ein tragisches Ende haben wir auch und wir sind heute die Alex, der Sven, der nicht Sven, der andere Sven und ich bin der Flo und ja, fangen wir mal an mit Hawkeye. Hawkeye hat nämlich eine neue Schwester, Lieutenant Susan Marquette. Und mit der geht er zu einem Picknick raus in die Sträucher. In die Glockenblumen. Und nennen wir es ruhig Botanik. Okay, nennen wir es Botanik, ist es, glaube ich, besser. Ja. Ganz in den Steingarten. Koreanischer Steingarten. In den Hügeln hinter Los Angeles wächst halt nicht allzu viel. Das ist ja auch schon Wüstenklima und so. Ins mummelige Minenfeld. Nein, das Minenfeld liegt wahrscheinlich dahinter. 3 Meter dahinter, genau. Das Minenfeld war ebenerdig. Naja, wir wissen ja, wenn Hawkeye mit einer Schwester zusammen ist, ist das immer ein Minenfeld. Natürlich passiert auch diesmal was. Und Hawkeye denkt, es wäre Frank, der daran schuld ist. Denn der ist mit Margaret auch ganz in der Nähe und macht ein bisschen Übung mit seiner Pistole. Naja, und so wie Frank mit Schusswaffen umgeht und so wie Frank, weiß ich nicht, wie soll man das formulieren, Schusswaffensicherheit und die sichere Verwendung von Schusswaffen mit Füßen tritt, mit Säure übergießt, mit Benzin übergießt, anzündet und sich mit den Resten den Arsch abwischt, ist das ja nur auch überhaupt nicht verwunderlich, dass er erstmal Frank im Verdacht hat, oder? Also du meinst, er verhält sich wie die NRA heutzutage. Ich wollte eigentlich noch die Zusammenfassung der Folge und der Szenen abwarten, bevor ich meinen Ausraster kriege zu seiner Waffensicherheit. Das Ding am Finger rumzuwirbeln, um dann zu sagen, die Sicherung ist drin. Ach ja, doch nicht, jetzt ist sie drin. So, Alter. Also mal ehrlich. Die Sicherung ist drin, glaube ich was. Also hätte Hawkeyes Weinflasche auch eine Waffe gehabt, hätte sie sich verteidigen können. Das muss man ja auch mal so sehen, oder? Wobei ich den Anfang der Folge auch schön finde. Wir fangen mal nicht im OP an. Und allein dieser Spruch hier mit Hallo Mami, ich bin's. Wäschst du noch schon Socken? Ja, ich muss ja noch, heute Nacht habe ich die rausgegangen für Nikolaus und er wollte sie nicht. Und allein, dass Hawkeye diesen Helm als Rasierspüle nimmt, ist halt einfach so süß. Aber wie gesagt, Frank und die Waffe. Also ich möchte es ja einmal für die Folge gesagt haben, das geht gar nicht. Es ist grausam. Und ja, man sieht, seine Qualität als Soldat ist noch schlimmer als die Qualität als Arzt. Und das will was heißen, wie wir in dieser Folge lernen. Naja, seine Qualität im Umgang mit scharfen Gegenständen ist auch nicht die beste. Also ich würde einfach sagen, sein Sicherheitskonzept ist nicht vorhanden. Naja, und den Umgang mit Margaret sieht man da ja auch, ne? Das Umgehen mit scharfen Objekten. Naja, wobei die ganz scharf auf das Schießeisen ist. Also weil ihr Daddy hatte ja auch so eine mit so Horngriffen. Oder was war das hier? Perlmutt. Oh ja, also der Daddy-Komplex ist ja sowas von. Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ich finde an der Stelle noch sehr erwähnenswert den Spruch, den Hawkeye eben drückt, wo er dann sagt, Are you aware that you're talking to an officer of superior rank? Yes? Oh. Jawohl, ich fand schön die Szene auch vorher, wo Raider noch reinkommt mit dem Brandy, mit Empfehlungen. Aber das ist doch halb leer. Also nicht die besten Empfehlungen. Ja. Halb voll? Das war eine Pfütze. Ja gut, und vor allem noch die Reaktion, ja, dann führt auch einfach auf. Mit was genau füllen die eigentlich in diesem Büro auf? Selbstgebrannter? Selbstgebrannter, ja. Aber wo kommt der her? Gibt es nur die eine Distille oder gibt es mehrere? Naja, da ist man eigentlich witzigerweise, man weiß immer nicht, wo der Alkohol herkommt. Also bei den Deutschen war es, glaube ich, die V2-Treibstoff waren teilweise saufbar. Bei den Russen die Kühlflüssigkeit aus dem Radar der MiG. Also wenn die Soldaten sich besaufen wollen, finden sie eine Quelle. Aber die destillieren ja da selber. Ja, es wird schon aus der Destille gekommen sein, denke ich. Ich frage mich eher, wo sie das Getreide herkriegen. Außerdem ist es ein OP. Also die werden schon irgendwelche Lösungen haben, die da stark alkoholhaltig sind. Schön erstmal einen Liter Bakterien oder wie das Zeug im Geist in den Schädel rein. Hey, was muss, das muss. Ja, das erinnert mich dran, wie ich mit einem ganzen Haufen Militärschwestern, medizinischem Personal im Sinne von Schwestern, mal gegrillt habe und den Grill anmachen wollten. Dann haben sie da irgendwie ihr komisches Desinfektionsmittel reingehauen und das hat irgendwie alles nicht funktioniert und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dann Feuer gemacht.
Wir haben uns dann geeinigt, wenn mal Krieg kommt, dann bleibe ich im Camp und kümmere mich ums Feuer und ums Essen machen und sie gehen dann raus und machen Krieg. Und das haben sie ja immerhin gelernt. Ich finde es schön, dass du Feuer machen kannst, indem du die Hände zusammenschlägst. Aber das ist ein anderes Thema. Das war ein schönes Bild in meinem Kopf. Er schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen und es entsteht ein Feuer. So ein heißer Typ bin ich halt. Ja, apropos Feuer. Das erklärt die wenigen Haare auf dem Kopf bei ihm. Nein, das ist das Alter. Unsere Helden liegen aber auch unter Feuer, denn es war nicht Frank, der die Flasche zerschossen hat. Es war ein Heckenschütze. Und das führt dann dazu, dass die vier sich erstmal ja, aus dem Staub machen müssen. Zurück zum Camp. Und der Rest des Camps liegt auch unter Feuer. Ich möchte jetzt hier auch eine kurze Anmerkung machen. Die Witze dieser Folge sind selbst für Mesh schon ziemlich derbe. Ja, ich glaube, deswegen mag ich die auch. Ich möchte es hier nur einmal kurz gesagt haben, bevor ich sage, okay, das und das. Ich finde auch diese Szene mit Raider und dem Chef von allem in der Dusche schon einfach so nett. Mit, das ist ja gegen die Genfer Konvention, wir sind ja ein Krankenhaus. Ja, ich bin ja auch nicht dafür. Und wie Raider da wie Forrest Gump durch die Gegend rennt. Ja, ich habe dazu aufgeschrieben, Raider die Schießbudenente, denn genauso sieht das aus, ne? Vor ihm knallt's und er dreht die auf dem Fuß wieder um. Ich finde auch schön, dass er sich hinter diesem Pfosten verstecken kann. Raider ist wirklich nichts dran. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, man sieht Raiders nackten Hintern. Ja, und der Spruch auch, ich könnte auch nochmal raus, wenn sie mich als Freiwilliger melden wollen. Ja. Also ganz am Anfang von der Szene finde ich es ja schon super, dass Henry erstmal ganz ungerührt weiter duscht, wo da draußen Schüsse fallen und erst als es ins Duschzelt einschlägt, da beginnt er dann irgendwie mal so langsam hektisch zu werden. Ich mag die ganze Szene zwischen den beiden überhaupt, die haben ja sowieso einfach eine schöne Chemie miteinander. Da haben sie ihren besonderen Moment halt noch. Genau. Das passt richtig gut. Dass beide dabei nur leicht bekleidet sind, macht es noch intimer. Ja, das ist auch so eine Daddy-Situation, die ich ein bisschen skurril finde. Da frage ich mich bei den beiden eigentlich, wer verhebt für wen eigentlich da die Seife denn nachher auf? Weil Raider macht ja eigentlich alle Ansagen. Na komm, den blöden Witz müssen wir jetzt nicht machen. Müssen nicht, aber der passte gerade. Und in dem Niveau der Folge ist er sogar noch fast schlecht. Ja, wir haben echt Glück, dass der Heckenschütze dann doch so ein mieser Schütze ist, ne? Ich meine, wenn der mal wirklich hätte treffen wollen, dann hätte er auch getroffen. Und zwar bei diversen Gelegenheiten. Ich meine, der lag ja nur nicht weit weg. Also irgendwie ist der ja dann kurz drauf später auch aufzufinden und in einem Zustand, wo man vielleicht dem Schuld geben kann, dass er nicht getroffen hat. Nee, das ist ja erklärt durch den Helikopter, der später kommt. Das ist ja ganz klar. Ja, gut, aber sie sagen ja auch, er ist schon länger unterwegs, er ist von seiner Einheit getrennt worden, bla 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 bla. Ja, ich find's halt einfach jetzt krass, wie das Major Quadrat wieder mal zum Hochform aufläuft unter Feuer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo Hawkeye auch so sagt, der eine hat's, der andere nicht und Frank hält einfach nur das Kissen und sabbelt vor sich hin. Wo dann gefragt wird, was ist passiert? Ja, Frank ist zu neuen Tiefen aufgelaufen und Margaret halt mit ihren Garantien, die sie möchte in Bezug auf feindliche Soldaten und die Behandlung der Frauen. Und ich weiß nicht, ist das in der englischen Übersetzung auch so eindeutig, sehr, sehr eindeutig, zweideutig, oder ist das in der englischen Übersetzung ein wenig harmlos? Also in der deutschen Übersetzung ist es ja wirklich, naja, Margaret hätte gern mal so eine gegnerische Kompanie, hört sich so ein bisschen an. Also im Englischen ist es misszuverstehen, aber man muss sich da schon Mühe geben. Es ist sehr eindeutig, was sie eigentlich sagen möchte. Und also ich weiß nicht, ich finde so Vergewaltigungswitze irgendwie immer nicht so lustig. Ich finde sie auch nicht lustig, aber sie finden da an mehreren Stellen von mehreren Protagonisten statt, sodass ich fast sagen würde, es muss im Englischen auch wieder zu finden sein. Ja, ja, also es ist schon wieder zu finden, so ist das nicht. Also es ist eindeutig, was sie meint und dass Hawkeye sie falsch verstehen will. Ja, und das ist in der deutschen Übersetzung halt nicht. Also in der deutschen Übersetzung musst du dir schon Mühe geben, um sie richtig zu verstehen, um es mal so zu sagen. Die Übersetzung dort ist ziemlich unangenehm eindeutig. Ja, die ist ziemlich unangenehm, die Lady hätt's gerne. Ja gut, dann gehen wir doch an diesem Punkt schon weiter, wenn das auch schon wieder auch in der Handlung Deutsch und Englisch trennt. Ich glaube, ich muss mir doch nochmal irgendwann die Mühe machen, ein paar Folgen auf Englisch gucken.
Ich habe übrigens neulich mal die englische Spur mit Love Track dann irgendwie bemerkt und angemacht und das konnte ich also überhaupt nicht ertragen. Das geht nicht. Vor allem, wenn man es ohne gewöhnt ist, ist das ganz, ganz, ganz schrecklich. Das Schlimme ist, dass eine Weile danach dann mein Kopf auch noch irgendwie diese Stellen für die Lacher gefunden und irgendwie so, nicht eingespielt, aber ich hab die dann irgendwie erkannt, so nach dem Motto, ah ja, hier käme jetzt wieder so ein Lacher. Und dann hat mich einfach das Vorhandensein dieser Spur, ohne dass ich sie gehört habe, schon aufgeregt. Manchmal wäre ich gerne Fliege in deinem Wohnzimmer. Das ist, glaube ich, relativ langweilig. Ich äußere das nicht so nach außen, wenn niemand dabei ist. Ich mache dann eher so... Okay, kommen wir mal weiter in der Folge. Also dann kommt erstmal die weiße Fahne unter Beschuss. Sie kriegen Verwundete, die jetzt operiert werden müssen unter schlechten Bedingungen, weil der Generator ja zerschossen wurde. Dabei aufzufallen, sind euch diese Lampen aufgefallen, diese Handlampen, die sind ja sowas von cool, diese OP-Lampen, die da haben. Haben sie die nicht öfter irgendwie auch an anderer Stelle? Die kommen sonst auch noch vor, ja. Ist mir da zuerst mal aufgefallen, was mir da auch zum ersten Mal aufgefallen ist, weil man da diese Lampe so in dem Bild gehalten hat, sind die Krallen von diesen Krankenschwestern. Also die eine Krankenschwester hat halt richtig knallrot lackierte Nägel, während sie diese Lampe hält. Und in der nächsten Szene hat Margaret halt auch so richtige Klauen, wo ich mich frage, so, hallo Krankenschwester, braucht die noch Skalpelle oder macht ihr hier einen auf Freddy Krüger bei der OP? Man hat nicht so viel, das ist ein Krieg. Man nimmt, was man kriegen kann. Und was man kriegen kann, während diese OP, ruft Trapper auch das Hauptquartier um Hilfe. Ja, eine sehr gute Szene. Und bekommt als Nachricht, ja, man schickt die Hilfe so schnell man kann, morgen Mittag. Ja, auch seine Antwort, do you want us to go after them with our diplomas? Das kann ich mir ganz lustig vorstellen, wie dann irgendwie alle Ärzte da so ein aufgerolltes Diplom in die Hand kriegen. So. Und jetzt mal raus in die Büsche, Scharfschützen jagen. Und wir erfahren, dass Frank nachts nicht gut kann. Ja, das ist echt ganz schön. Ich meine, dass Frank irgendwie eine ziemliche Wurst ist, dass da gibt sich die Mühe ja reichlich, die Serie ja reichlich, die Mühe reichlich Serie, ja, die Serie ja reichlich Mühe, das darzustellen. Aber das ist halt schon so, oh Mann, ey, dass Margaret irgendwie, was solche Dinge angeht, einen Knall hat, das sollte er doch jetzt inzwischen mitgekriegt haben. Und nein, er geht dann wirklich raus und hat dann aber irgendwie Schiss vor der eigenen Courage und schafft es nicht mal an den Scheißfässern vorbei, ja. Naja, in der deutschen Übersetzung macht er dann halt auch so einen Spruch von wegen, nachts kann ich aber nicht so gut und Margaret verzieht ja nur die Augen. Aber ich finde es ja halt einfach nett, dass dann er dann diese Szene mit Hawkeye hat, wo er ja dann beichtet, dass er nichts kann. Ja? Und dann die Antwort von Hawkeye finde ich ja so schön. Wissen Sie, was ein Held ist? Das ist zu 99% einer, der müde ist, dem zu kalt ist und der sowieso so viel Hunger hat, dass ihm jetzt alles wurscht ist. Das finde ich halt einfach irgendwie so nett. Ja, also im Englischen gibt Frank zu, dass er bei Dunkelheit schlecht sieht. Das tut er im Deutschen auch, aber er sagt vorher noch, ich kann im Dunkeln schlecht und dann sagt er noch irgendwas nachschiebend, dass es mit den Augen zu tun hat. Ja, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich meine, er sagt irgendwie sowas, I'm no good in the dark oder irgendwie sowas in der Richtung, ja. Tja, wo wir gerade schon über die weiße Fahne gesprochen haben, ich finde es auch sehr schön, dass man also Henry Blake extra nochmal betont, bei Henry Blakes Ausbildung ja nochmal extra betont hat, dass er also bitte nicht sich ergeben soll, ohne dass er das vorher abgeklärt hat. Und er weiß auch nicht mehr, warum man das so betont hat bei ihm, aber man hat es so betont. Blake, never surrender without checking. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Ja, und danach gehen ja dann Hawkeye und Frank zusammen auf die Waschbärenjagd, weil sie ja Geräusche aus der Küche gehört haben. Also, ich habe mich an die Folge nicht mehr im Detail erinnert, dass das also irgendwie ein ziemlich verhungerter und ziemlich fertiger Sniper dann gewesen ist. Das wusste ich noch. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, der sitzt da wirklich in der Küche und versucht sich gerade irgendwie da was zu essen zu klauen. Ja, dabei ist es ein anderer Waschbär. Unser Lieblingswaschbär. Diesmal mit Hosen. Ja, oh, der ist so süß, der Waschbär. Ja gut, das ist natürlich auch eine total logische Erklärung, dass es Raider ist. Wer auch sonst. Obwohl auch die Szene vorher, wo Raider mit Henry zusammen unterm Schreibtisch und seinem Teddybärchen lag, vor der Essensszene, ist halt auch nur so süß. Dieser Pyjama-Party-Szene. Ja, interessant fand ich dann auch die, ich nenne es jetzt mal Auflösung, dass da dann wirklich nur so ein blöder Hubschrauber angeflogen kommt, wo dann irgendwie ein Typ mit einer Tommy-Gun drin sitzt, der da so ein bisschen runterballert und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Und ich dann auch denke, okay, und dafür habt ihr jetzt anderthalb Tage gebraucht?
Ja, so einmal quer durch die Büsche gemäht und dann ist Ruhe. Und ja, es ist irgendwie, es ist tatsächlich mal ein Finale mit Action, aber trotzdem irgendwie kein richtiger Höhepunkt. Ja, das ist dieses mit den 20-Minuten-Folgen, was ich in den anderen letzten Folgen ja auch schon mal bemängelt habe, dass man heutzutage einfach so ein bisschen längere Spannungsbögen gewöhnt ist und nicht mehr so kurz. Aber dafür hat man hier auch diese kleinen Momente, wie Henry jetzt auch mit dem Hauptquartier telefoniert und nur völlig genervt ist und einfach dieses Telefon an das Skelett hängt, ist halt auch einfach so eine schöne, praktischer Gag, der einfach nett gemacht ist. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich fand das Ende alles in allem eher schwach. Vor allem, dass dann, ja, ich meine, gut, es kommt ja noch irgendwie der Gag von wegen, dass Frank dann vorschlägt, so, hey, er hat auf unsere weiße Fahne geschossen, vielleicht schießen wir ja jetzt auch mal auf seine. Schon so denke ich so, oh, Frank, ey. Ja, aber es passt perfekt zu dem Charakter, das muss man auch schon eingestehen. Darf ich vielleicht mal ein bisschen darauf hinweisen, dass es eigentlich genauso ekelhaft ist, irgendwie einen Menschen auf diese Weise darzustellen, wie einen Menschen so sexistisch wie Hawkeye? Ja, da sind wir, glaube ich, bei dir, oder? Also. Ja, nee, ich wollte es nur noch mal irgendwie unterstrichen haben. Also ich finde es einfach überzogen unangenehm, genauso wie ich es an vielen Stellen bei Hawkeye mit seinen Mädelsdingern finde. Ja, ich finde es aber auch realistisch. Das ist das Erschreckende. Dass ich glaube, dass solche Menschen einfach in so einem Kriegsgebiet, da kommt ja nicht das Beste am Menschen durch. Und ich glaube, dass es halt bei Frank, deswegen mag ich diese Folge auch so, weil sie sehr gut Frank charakterisiert. Dass er nach außen halt dieser kriegsgeile Typ ist, weil das nämlich die einzige Sache, die er ist oder hat, ist, dass er Major ist und der höchstrangige Chirurg nach dem Kommandeur quasi. Und dass er halt nichts anderes kann. Dass er ja die Krankenpflegerschule nicht geschafft hat, weil er mit den Betten nicht um die Ecke gekommen ist, wie er im Deutschen sagt. Dass er halt irgendwie erst im zweiten, also doppelt so lange studiert hat wie alle anderen, um Arzt zu werden. Und dass er ja auch mit der Waffe nicht umgehen kann. Man kann ja in der Folge nur froh sein, dass er keinen erschossen hat, als er da Räder gesehen hat und anfängt loszuballern und. Oder halt beim Waffe John Wayne spielen, beim Reinigen der Waffe und so weiter. Da sieht man da ja, dass der eigentlich unfähig ist ohne Ende. Und es kommen ja auch andere diese Sprüche, dass er hier von wegen, er kann keine Leute zunehmen, er sollte mal als Baseball-Handschuhnäher anfangen oder ähnliches, wie es in anderen Folgen war. Und da sieht man ja, dass Frank eigentlich das Einzige, was er kann, ist halt, wenn er nicht unter Bedrohung ist, den harten Hund raushängen lassen. Oder wie bei 5 Uhr Charlie mit der Flakkanone und. Das kann er, aber irgendwie selber mit der Waffe umgehen kann er nicht. Selber Mut aufbringen kann er nicht. Selber irgendwie Courage zeigen kann er nicht. Margaret muss für ihn an und denken. Und ich glaube, solche Typen hast du halt leider wirklich. Und ja, das ist halt auch anscheinend, er hat auch seinen Dachschaden weg. Und das zu Recht, ne? Ja, gut. Ja, das mit dem Dachschaden werden wir später noch so in seinen letzten Episoden ziemlich deutlich erleben, wie kaputt er wirklich ist. Ja, aber ich gebe dir recht, das ist nicht schön, wie er dargestellt ist. Also absolut nicht. Nee, insgesamt sind die Charaktere natürlich auch alle sehr überzeichnet, ne? Also das merkt man doch ganz deutlich. Ja, aber anders geht's bestimmt auch nicht. Na, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch anders gegangen wäre. Also wir hatten uns ja schon drüber beschwert, dass die Charaktere dann doch oft auch nicht ausreichend Tiefe haben und dass man da also durchaus hätte Dinge auch anders machen können und so. Oh gut, es ist, wie es ist, ne? Und wir haben ja auch alle festgestellt, dass es hinten raus definitiv besser wird, dass die Charaktere also dann doch mehr Tiefe bekommen und ja. Ich glaube, das haben sie gemacht, weil sich die Charaktere mit der Zeit erst so langsam entwickeln zu dem, was wir dann später im erfolgreichen Mesh, in den späteren Jahren, was wir da kennenlernen. Und deswegen ist das am Anfang wohl auch einfach noch übertrieben dargestellt. Da hat man mehr Stereotypen als Figuren. Jetzt in der zweiten Staffel würde ich sagen, es ist schon besser als in der ersten, aber das wird noch viel, viel besser. Ja, und wie gesagt, ich beschäftige mich ja mit militärischen Versagern, so in einem anderen Podcast, und ich finde halt, Frank passt wie Faust aufs Auge, und in der Folge sieht man ihn mal wirklich als Mensch, nicht mehr nur als billigen Gaggeber, sondern Frank ist hier in dieser Folge für mich eigentlich auch die Hauptfigur. Und man hat ja wirklich eine Charakterisierung der Figur. Man lernt was über ihn, man kriegt halt was mit aus seiner Vergangenheit, man kriegt halt... Aber er kriegt ja nur Negatives zugeschrieben. Ja, er hat Charaktermomente. Dass er ein Arschlochcharakter ist, ist was anderes. Aber
Doch, ich sehe es eigentlich auch so. Ja gut, weiter im Text. Ja, er muss einem ja nicht gefallen, aber ich finde es halt trotzdem gut, dass man sich die Zeit nimmt, ihn zu charakterisieren. Was ich halt nach der Kampfheli-Geschichte auch nett finde, dass dann halt Hawkeye derjenige ist, der auch wieder loslatscht, weil er dann doch wieder gute Arschloch ist, im Gegensatz zum schlechten Arschloch Frank. Nee, stopp. Er hatte vorher erklärt, warum er das immer macht. Er ist der genervt ist und Hunger hat und der es dann macht, deswegen, weil er halt... Naja. Ja, aber die Szene, da ist es ja vorbei. Ich meine, da standen ja drei Ärzte oder vier rum und das hätte ja jeder laufen können, aber es ist dann doch wieder Hawkeye gewesen. Und der hat auch gesagt, da hast du aber mehr Schwein als Verstand, dass der Hausarzt gerade da ist. Und es wissen vor allem ja auch alle anderen schon, dass er gehen wird. Also, ne, es stehen da alle und er steht ja auch schon so, dass das eigentlich klar ist, dass er jetzt losgeht. Und gut, dass Raider schon weiß, dass er ihm seine Tasche holen soll, das ist jetzt nicht überraschend, aber es... Ja, das ist Raider. Es ist, glaube ich, schon relativ eindeutig, dass Hawkeye da jetzt hingehen wird. Das ist halt irgendwie seine anerkannte Rolle, dass er dann halt, obwohl er irgendwie eigentlich kein besonders mutiger Mensch ist, sowas dann halt doch immer macht. Aber es ist auch überraschend, dass der Heckenschütze, ich meine, der hat ja doch schon einige Kugeln abgekriegt. Ja, aber das fand ich ganz interessant. Das stand auch hier in dem Fandom.com-Wiki von Mesh von wegen The sniper is hit with half a clip of 45 caliber bullet, yet he survives. Also als erstes Mal, mein Freund, der du das geschrieben hast, sind das keine Clips, sondern Magazine. Lern den Unterschied, wenn du schon drüber schreibst. Und zweitens, naja, der hat da irgendwie in diesen Busch geballert, aber das wird irgendwo erwähnt, dass er wirklich so viele Kugeln abgekriegt hat. Weil davon, dass man mit so einer vollautomatischen Waffe aus dem Hubschrauber in die Büsche schießt, das heißt das ja noch lange nicht, dass man da wirklich so viel trifft. Also man sieht ein paar Verletzungen, wenn man ihn sieht, aber natürlich kann man es auch nicht genau zählen. Und ich muss sagen, Frank gibt einen richtig geilen MacArthur ab. Weil ja. MacArthur, für die, die es nicht wissen, der höchstrangigste Soldat quasi, den die USA je hatte, einer der höchst ausgezeichnetsten und halt ein Typ, immer mit Pornosonnenbrille, immer mit der Stumpe in der Fresse und einer zerknautschten Mütze auf dem Kopf. Also da gibt das richtig gut ab. Also das passt bei ihm. You have returned. Ja, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, dass man im Prinzip einen sehr ähnlichen Plot dann später in Staffel 9 nochmal wiederholt hat. Also auch das Camp wird von einem Heckenschützen angegriffen. Und wenn ich mich an die Folge richtig erinnere, dann dann haben sie es da auch deutlich besser gemacht. Ja, ich glaube, ich habe das auch so in Erinnerung. Dennoch deutlich besser. Wie fandet ihr die Folge denn? Wie würdet ihr sie bewerten? Ich möchte noch mal kurz auf den Anfang zurückkommen. Die Schwester, der sich Hawkeye da gerade anbietet. Die Schauspielerin. Habt ihr sie erkannt? Nein. Ich habe sie gekannt, aber ich weiß nicht, wo ich sie hinschiebe. Carrie Gar. Gesundheit. Ja, also auch eine Schauspielerin, die doch öfters für euer Äußeres gecastet wurde. Also in der Hinsicht, also wenn sie die Stellen drin gehabt hätten, dann hätten sie wirklich da mit der Margot Houlihan da Schwierigkeiten gekriegt. Klickt bei mir jetzt gerade nichts, aber... Okay. Nee, auch so gar nicht, aber ich bin in sowas auch schlecht. Also irgendwie Leute, die Schauspielen erkennen, das ist so eine der Dinge, die ich so gar nicht kann. Flo, um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand die Folge jetzt nicht schlecht. Großartig war sie auch nicht. Von daher wäre ich bei... Naja, also die Slapstick-Einlagen und die ganze Duschszene und so weiter, die war schon ziemlich witzig. Ich bin von daher bei 4 von 5 ausgehungerten Kompanieschreibern. Ich finde die Folge als Charakterisierung von Frank extrem gut. Ich finde den Humor teilweise sehr derbe, gerade in der deutschen Übersetzung. Also wie gesagt, die Witze auf Margots Kosten. Ich würde sagen, so 8 von 10 schlechten Heckenschussschüssen. Ich finde sie halt extrem gut als Charakterisierung von Frank. Ich würde 8 von 10 Rasierschaumhelmen geben wollen. Ja, ich würde auch so im guten Mittelfeld. Ich gebe mal
4 nicht eingelegte Sicherungen und 2 zerschossene Generatoren. Ja, auch mir hat die Folge ziemlich gut gefallen. Ja, sie hat ein bisschen dunkleren Humor, der nicht immer ganz zündet, stimmt auch, aber ich mag sie eigentlich. Also ich gebe auch 8 von 10 nackten Ärschen. Und wo wir bei nackten Ärschen sind, machen wir jetzt am besten Feierabend für heute. Es war sehr schön wieder mit euch. Hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Wir gucken mal, wen wir dann nackt sehen. Und bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Und herzlich willkommen zu eurer wöchentlichen Dosis Mesh-Podcasts. Hier ist Mesh unter Messer und wir haben uns heute Folge 11 aus Staffel 2 vorgenommen, wie die Zeit rennt. Ja, als eine Grippeepidemie die 4077. heimsucht, sind bald alle Chirurgen außer Hawkeye außer Gefecht. Da vom Hauptquartier mal wieder keine Hilfe zu erwarten ist, telefoniert sich Raider durch die halbe Armee, um einen Chirurgen aufzutreiben. Natürlich ohne Erfolg. Ja, derweil schmeißen Hawkeye und Hotlips den Laden und kommen sich dabei gelegentlich mal etwas näher, könnte man sagen. Und selbst der Father muss mit ran, um hin und wieder mal eine Gallenblase zu halten. Heute haben wir wieder eine kleine, schlagkräftige OP-Truppe hier zusammen, um euch diese Folge etwas näher zu bringen. Ich bin der Sven und sonst sind da noch... Muss ich mich jetzt Schwester Alex nennen? Entschuldigung, dann fange ich nochmal an. Hier ist Chefchirurg Sven und dann ist da noch... Schwester Alex. Der Geburtshelfer Sven. Bruder Arnim. Und die Gallenblase Flo. Gott, sind wir heute witzig. Ja, fangen wir mal an. Die Folge beginnt mit etwas, was ich hier als Exposition by PA umschrieben habe. Denn in der PA-Ansage wird schon mal darauf hingewiesen, dass eine Grippeepidemie gerade stattfindet und die im Hintergrund herumschniefenden und herumrotzenden Statistinnen und Statisten geben den Rest. Und es wird dann auch eine Bitte von Colonel Henry Blake weitergetragen. Please refrain from kissing anyone except absolutely necessary. Also kein unnötiges Geknüpfen. Nutsche, nur Nötiges. Im Deutschen haben sie dann schön Versprecher drin. Da gilt die Durchsage, unterlassen Sie bitte das Küssen, es sei, es ist unbedingt notwendig. Der Versprecher ist nur im Deutschen, habe ich das gerade richtig mitgekriegt? Ja, natürlich. Im Englischen ist mir zumindest kein Versprecher aufgefallen. Nee, also da haben sie wohl noch ein bisschen zu viel die 2 mit drin. Ja, am Anfang kann ja noch Frank zumindest mit operieren. Ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen für die Patienten ist, das wechselt ja von Folge zu Folge, würde ich mal sagen. Na, für den, auf dem er dann zusammenbricht, ist es, weiß ich nicht, wie schön. Ja, der kriegt ja nichts mehr mit. Er ist ja hier in der Narkose. Ja. Ist euch aufgefallen, dass sie dieses Mal auch wirklich die Handschuhe wechseln, wenn sie die Patienten wechseln? Ja. Ich weiß nicht, ob sie das erst seit dieser Folge tun, aber wir hatten uns irgendwo mal darüber beklagt. Also mit wir meine ich irgendwer, der nicht ich ist. Ja, es kam schon mal vor, aber früher war es auf jeden Fall öfter, dass sie einfach die Handschuhe angelassen haben. Ja, ich weiß nicht, nach 500 Verwundeten, ob sie da dann auch immer noch, na egal. Nein, also es ist in einigen vorherigen Folgen auch explizit ein Handschuhwechsel gewesen. Was ich hier wieder... schade finde in der Folge. Du hast wieder eine neue, schlagkräftige Schwester und du hast nie, dass eine mal länger da bleibt als Gegenpart zu Hawkeye. Weil da hast du ja auch wieder mit, ja, sie sehen neu aus, auch aus erster Hand. Und die macht ja da die ganze Zeit einen guten Job in diese komplette Folge über. Und wir sehen die Schwester, glaube ich, danach nie wieder. Ja, definitiv. Das ist bitte hier an der Stelle die, ach scheiße, ich mache ja den Schnitt. Also an der Stelle schneide ich dann meinen Rant vom letzten Mal rein, dass man hier doch also, oder aus der vergangenen Folge rein, dass man doch also verdammt nochmal hätte irgendwie mal eine weitere weibliche, zumindest wiederkehrende Rolle einführen können, anstatt jedes Mal irgendwie coole Rollen auszuwechseln.
Naja, immerhin ist die Schauspielerin nicht ganz neu. Sie hat in der ersten Staffel schon mal eine andere Figur gespielt. Das spricht zumindest für die Produktionscrew und die Leute, die da zusammengekommen sind, denn so oft wie Leute mehrfach Auftritte in der Serie haben, können die ja keine ganz furchtbaren Arschlöcher gewesen sein, sonst wären die Leute wahrscheinlich nie wiedergekommen. Ja, und dann hat ja Henry erstmal seine Männergrippe. Henry ist auch süß, wenn er krank ist. Ja, und dann auch der Spruch von Hawkeye. Schwester, stecken Sie ihn ins Bett und stecken Sie sich daneben. Ja. Die Schwester ist ja auch stehend K.O., das sieht man ja definitiv. Ja, also das war wirklich eher Aufforderung, direkt in der Nähe zu bleiben und auch tot umzufallen. Gut, also nicht tot, sondern krankheitsbedingt. Ja, diese Folge, zweideutig war es, ganz klar. Diese Folge ist so wunderbar mit den ganzen Sprüchen. Ne? Also das ist, Frank ist bewusstlos, so rettet er wenigstens Patientenleben. Das insgesamt, ja. Die ganze Folge. Ja, hatte von euch schon mal jemand so richtig hohes Fieber? Ja, leider, aber ja. Ich habe dabei nicht auf diese Weise herumfantasiert. Ich weiß, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass ich als Kind irgendwann mal so rumfantasierte. Aber ich habe immer nur hohes Fieber und schlafe. Ich kann sowieso immer super schlafen, aber ich habe sowas nie erlebt. Aber es soll das geben. Seien wir mal ehrlich, bei dir wüsste man auch beim Rumfantasieren nicht, ob das jetzt am Fieber oder liegt oder im Normalzustand ist. Ich habe dich auch recht gerne. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, also ich hatte mal 40 Fieber und ich hatte ein Meet and Greet mit Sepultura irgendwie so dreimal lang hinschlagen von meiner Wohnung aus. Aber ich hätte auch nicht dreimal lang hinschlagen können. Also das Hinschlagen vielleicht, aber das Aufstehen wäre zwischendrin schwierig geworden. Von daher musste ich das dann sausen lassen und das war echt nicht schön. Da sah ich dann auch wirklich so Fieberträume und ja. Also du warst also, trotzdem bei Sepultura? Nee, war ich nicht. Man hat das Gefühl, man ist wach, aber es bewegen sich irgendwie Dinge im Raum, die nicht da sind und so. Okay, ich war schon mal so lange wach, dass ich aus dem Augenwinkel Dinge sich habe bewegen sehen. Also das kann ich nachvollziehen. Da kann man nur froh sein, dass es in unserer Jugend noch kein YouTube gab. Dass du halt jetzt noch so die peinlichen Kindheitsvideos, mit denen deine Eltern dich blamieren wollen für deiner Freundin oder deinem Partner, immer noch auf VHS-Kassette kommen. Ja, stell dir mal so vor, in 10, 15 Jahren, du hast da deine neue Flamme und bringst sie zu deinen Eltern mit nach Hause und die holen erstmal nur das Handy raus. Ach ja, da haben wir ja mal gefilmt, als er vor sich hin fantasiert hat. Ich glaube, ich werde mit jeder Geschichte, die ich erzähle, immer noch mehr schocken können, als jedes Bild das kann. Ich wollte gerade sagen, Bilder zeigen die Wahrheit und nicht die ausgeschmückte Wahrheit. Wo wir bei neuer Flamme sind, wir brauchen ja auch neue Flammen für den OP, denn langsam brechen die Ärzte weg. Und ja, scheinbar ist in ganz Korea keiner verfügbar. Hawkeye würde ja auch wirklich jeden nehmen. Er sagt original zu dem General, I need help here, just send some hands. Anybody, Jack the Ripper, anybody who is good with a knife. Ja, das haben sie im Deutschen auch. Das ist eins der geilsten Zitate. Ja. Es ist ja auch so schön, wie er da mit Margaret flirtet. Und Margaret zeigt sich ja halt echt als super kompetent. Das ist ja das Schöne an der Folge. Also in der letzten Folge hatten wir ja Frank, der charakterisiert wird. In dieser Folge wird ja Margaret so richtig charakterisiert. Klar, am Anfang macht Hawkeye immer noch seine ekligen Sprüche zu ihr. So mit Frank liegt auf dem Rücken, wir sollten seinem Beispiel folgen. Und der schlechteste Gewinn aller Zeiten und so weiter. Dass er sie halt an und an macht. Aber er lernt sie da, glaube ich, mal so richtig zu schätzen. Und sie ihn im Grunde auch. Ja, wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel, wenn ich mich nicht irre, schon mal eine Folge, wo die beiden so ein bisschen mehr zueinander gefunden haben und Margaret mal ein bisschen mehr charakterisiert wurde. Und das hier ist aber jetzt so der Prototyp zu dem, was wir in den späteren Staffeln zwischen den beiden kriegen. Also schon, ja, ein bisschen Gegensatz, aber die beiden können sich auf, zumindest auf fachlicher Ebene, doch freundschaftlich begegnen. Sie können sich respektieren. Ist ja auch krass, wie dieser OP sich dann von Szene zu Szene weiterentwickelt. So am Anfang der Vater nur, halten Sie hier mal einen Finger drauf. Und zum Schluss ist es ja so, dass die Schwestern und der Pfarrer eigentlich fast selber operieren und Hawkeye nur noch so, naja, mal hin und wieder vorbeihüpft. Und zwischendrin ja Raider auch immer verzweifelter wird und keinen findet. Was, der steht unter Thoraxchirurgie. Ach, der ist Geburtshelfer. Und Hawkeye ja auch noch sagt, ein Königreich für einen intelligenten Oktopus. Das wird ja immer düsterer und düsterer, da während des OPs werden immer mehr Leute ausfallen.
Ja, so ist es auf jeden Fall. Wir hatten ja vorhin schon mal Henry und sein Kranksein erwähnt. Ich finde es also sehr schön, ich habe mir das nicht im Ganzen aufgeschrieben, aber wie er dann so beschreibt, wie das ist, zu Hause krank zu sein und wenn seine Frau sich dann mit den Lockenwicklern über ihn beugt und der Sohn die ganze Zeit den Ball gegen die Wand vom Haus schmeißt und der Hund sich irgendwie auf seinen Füßen einen Unfall hat und Gott, bin ich froh, hier zu sein. Ja, das ist ein sehr schöner Moment. Natürlich auch wieder tragisch, wenn man dran denkt, wie Henry nach Hause kommt, aber ja. Naja, ich finde es halt krass, die Szene danach mit diesem experimentellen Grippeimpfstoff. Erinnert ihr euch vor 8, 9 Jahren, da gab es doch diese Schweinegrippe-Panik? Ja, also ich war nur genervt davon, habe mich dann aber doch so für eine Stunde da in der Schlange da am Gesundheitsamt angestellt, um dann mir das auch mal in den Arm jagen zu lassen. Da gab es ja zwei Versionen des Impfstoffes. Den für die Zivilbevölkerung und den fürs Militär und Polizei. Und ich muss sagen, der zweite, der hat geknallt. Da war ich eine Woche lang echt nicht gut drauf nach dem Zeug. Also, da fällt der ganze Arm ab. Ich weiß nicht, was sie in den scheiß Impfstoff reingetan haben, aber mich darfst du wahrscheinlich danach jetzt nur noch als Sondermüll entsorgen. Das liegt aber nicht an dem Impfstoff, Sven. Nee, also da gibt es andere. Also mein Vater musste öfters in etwas abgelegenere Gegenden, also was der da in seinem Impfpass hat, da kannst du nicht gegen anstinken damit. War das mit der Schweinegrippe-Panik vor oder nach der zweiten Vogelgrippe-Panik? Keine Ahnung, während ich meinen aktiven Dienst hat jedes Jahr so eine Spritze in den Arm gekriegt. Ich keine Ahnung, gegen was ich alles geimpft bin. Wahrscheinlich auch gegen marsianischen Heuschnupfen oder so, keine Ahnung. Ja, wobei dieses Impfzeug, das ist ja alles gar kein Drama. Wenn du mal, ich habe ja in einem Krematorium ein Praktikum gemacht und wenn du mal jemanden, der während einer Chemotherapie verstirbt, wie der nach 2 Tagen aussieht und wie viel da noch von übrig ist, das ist ganz schön hart. Sachen, die ich nicht wissen wollte, für 100. Ja, danke gut, für die Info. Dass Chemotherapie halt irgendwie eine Vergiftung ist, bei der dann hoffentlich der Falsche den Kürzeren zieht, das ist nur klar. Ja, das ist also ganz klar. Also das, ja, ist richtig, aber wie hart halt das durchschlägt, wenn dann der Körper halt auch gar nicht mehr dagegen angeht und was da, also wie schnell das auch alles einfach geht, dass dann die Zersetzung einsetzt, das ist hart. Nichtsdestotrotz, Leute, lasst euch verdammt nochmal impfen. Selbst die schwersten Auswirkungen von einer Impfung, die ja dann höchstens mal irgendwie ein paar Tage, mir geht's nicht so toll, sind immer noch besser als die Krankheit. Jupp, deutlich. Sieht man ja auch wieder am Major Quadrat, die ja dann gemeinsam von der Weltherrschaft sinnieren und Frank da vor sich hin dilettiert. Und diese Szene, wo er dann anfängt, die Namen durcheinander zu schmeißen, da sieht man ja schon, dass auch Frank schon zu Hause ein Beispiel christlicher Wertegemeinschaft der amerikanischen Verständnissen ist. Ja, Nancy, the best receptionist I've ever had. Wir mussten lange arbeiten, Schatz, wirklich. Es ist fast ein bisschen merkwürdig, dass Hot Lips überrascht ist. Ja, und ich finde es danach haben ja auch Margaret und Hawkeye nochmal so richtig ihren gemeinsamen Moment, wo sie dann halt, wo ja auch die deutsche Übersetzung wir haben gar nicht den Episodentitel genannt. Also im Deutschen ist es ja Schwester, Freund und prima Kerl. Das ist ein exaktes Zitat, das Hawkeye dann über Margaret sagt. Genau, und im Englischen ist es einfach nur Carry on, Hawkeye. Wo, also das ist sein letztes Zitat, bevor es quasi in den letzten Kampf im OP geht. Ne? Ja, und dann gibt es ja Raider noch als Krankenschwester. Das ist auch einfach nur eine süße Endszene. Ja, also ich hätte ab an der Stelle irgendwie Dr. Raider mir aufgeschrieben, wo er dann so mit diesem so jetzt ist aber auch genug hier und jetzt mal weg und bla, da einschreitet. Das ist auf jeden Fall ziemlich großartig. Mir fehlt Klinger die letzten Folgen. Ja, jetzt wo du es erwähnst, merke ich auch ein Loch in meinem Kleiderschrank. Ja, wobei Raider hat mich so ein bisschen Dr. Mario erinnert. So dieses, es passt gar nicht, aber wir machen Mundschutz da vorne, muss er Doktor sein. Tja, ich musste an den alten Spruch denken, die Zuse war ja die erste Computerfabrik und dann Schuster und Friseure werden bei Zuse Ingenieure. Den Spruch musste ich so ein bisschen denken, weil dann ja irgendwie alle dann doch sehr kompetent da im OP ihren Job machen, obwohl sie ja nur eigentlich vorher keine Angst hatten. Und nee, ich nähe alleine zu, mach du mal was Wichtiges, Hawkeye. Das fand ich schon ganz gut. Tja, wollen wir eine Decke drauf machen? Haben wir noch irgendwelche Zitate, die genannt werden müssen, was euch besonders gefallen hat?
Ich habe noch. Sekunde, ich habe hier einen Zettel. Ich habe noch den schönen Spruch, wo Hawkeye, ich glaube, zu Margaret sagt: You know you're better than Frank, but then again, so is the patient. Ja. Ich habe auch als Hawkeye Trapper den neuen Lieutenant vorstellt, die neue Schwester. Und er sagt: I'd wish we met when I was alive. Ich hab's. Er möchte gesund werden, um das alles zu wiederholen, sagt er irgendwann zu Margaret, seine Gemeinheiten und seine Fiesheiten. Aber auch, dass er eindeutig sagt, wo er seine Spitze haben will und vorher diese kleine Kabbelei, dass er ja nicht gut mit Spritzen ist. Ja, oder halt auch die Anfangsszene, wo sie halt zeigen, dass Ärzte die schlechtesten Patienten sind, aber ich habe da jetzt kein explizites Zitat rausgeschrieben. Ja, dann beschwert sich doch Trapper, dass seine Nase keine Zähne hat. Und ich wüsste gerne das Chefschätzchen vom Ende. Was ist denn das im Englischen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Da war kein, also zumindest nichts, was ich mir gemerkt hätte. Von daher war da wahrscheinlich kein besonderer Ausdruck. Tut mir leid. Jo, so ist das. Ja, die Welt ist eine einzige Enttäuschung, besonders in diesem Podcast. Gut, kommen wir zur enttäuschenden Bewertung. Ich würde mal einfach anfangen und würde sagen, ja, war eine solide Folge, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War definitiv nicht schlechter als die letzten. Von daher würde ich mal sagen, 4 von 5 Männergrippen. Ich habe die Folge auch gut gefunden als Charakterisierung von Margaret, nachdem wir ja den anderen Teil vom Major Quadrat in der letzten Folge hatten. Und als solches halt auch durch die Witze, ich finde sie sogar fast ein bisschen besser als die Sniper-Folge, die wir zuletzt hatten. Und deswegen würde ich sagen, 8,5 von 10 nicht getesteten Grippeimpfstoffen. Ich bin ein bisschen weniger am Lachen gewesen wie die Folge davor. Insofern sind es nur 7 von 10 nicht funktionierenden Impfungen. Setze mal 4 Nadeln in den Pöter und 3 zusammenbrechende Ärzte ein. Ja, ich sehe es auch so nicht ganz so gut wie letzte Woche, aber doch eine ziemlich solide Folge. Ich gebe mal 7 von 10 Aushilfsärzten. Gut. Und damit verabschieden wir uns als Europäermannschaft von heute für diese Woche und hoffen, dass ihr uns nächste Woche wieder zuhört, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Tschüssi! Ich hoffe, wir haben keinen Tupfer verloren. Unter einer Linie. Tschüss! Ciao! Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Mesh unter dem Messer, Season 2, Episode 12. Im Deutschen, Sie brauchen einen Inkubator. Und in einer schönen Tradition für unsere englischen Zuschauer habe ich mir jetzt nämlich die englische Fassung dieses Titels nicht aufgeschrieben. Da kann ich aushelfen. Es ist schlicht und ergreifend The Incubator. Okay, danke. Es geht darum, dass unser Mesh-Hospital einen erstaunlichen Mangel an Laborequipment hat und diesen abstellen will. Und um die Geheime ordentlich zu züchten, braucht man unbedingt einen Inkubator, den jetzt Hawkeye und Trapper unbedingt haben wollen. Und bei mir in diesem kleinen Bazillenabstrich, der sich unser Podcast nennt, sind dieses Mal die Alex. Der Sven. Der Nicht-Sven. Flo. Und der Streptokokken-Sven. Ja, dann begrüße ich euch alle mal zu Mesh unter dem Messer. Und die Zusammenfassung ist relativ einfach. Sie Jungs brauchen einen Inkubator, stellen das halt fest im OP und versuchen jetzt nach und nach alles Mögliche
arbeiten sich die Kette der Befehlsgewalt nach oben durch auf der Suche nach einem Inkubator. Und wie immer an der höchsten Stelle der Befehlskette im Mesh-Universum kommt hinten auch ein Inkubator raus. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung. Beginnen wir doch mal am Anfang. Der Anfang ist diesmal ungewöhnlich. Wir starten nicht im OP und auch nicht im bekannten Sumpf. Der Sumpf scheint nach einer Party ein wenig anders auszusehen als üblich. Gott sagen, im Sumpf starten wir schon, aber in einem etwas umdekorierten Sumpf halt. Ja, sagen wir in einem absolut versumpften Sumpf. Es muss auf jeden Fall eine gute Party gewesen sein, so wie das da aussieht. Man fragt sich, wie die Distille das auszählt. Tja, Hawkeye ist ja auch davon überzeugt, dass er sich besser fühlen wird, sobald er seine Zunge rasiert hat. Ich fühlte mich ganz kurz in der Folge von vorher gefangen und fragte mich, ob er immer noch Grippe hat. Ich glaube, er hatte schon öfter eine haarige Zunge. Nicht wegen der Grippe. Ja, insgesamt ist diese gesamte Anfangsdialoge da im Sumpf sind sowas von genial, auch mit dem Arzt, die sie da unter dem Tisch finden. Und es ist ein wichtiges Detail, was zu der Serie auffällt, was bei Frank auffällt. Ist es euch auch aufgefallen? Nee. Man sieht lange mal den Armeestiefel der damaligen Zeit. Weil Frank ja ewig braucht, um die aufzuschnüren. Wir haben auch in der Folge, wo sie alle diese Tanzschuhe tragen, drüber geredet, dass man fast nie Schuhe sieht, weil sie alle diese Stiefel nicht tragen wollten. Ja, das stimmt. Okay, also da habe ich jetzt mangels Kenntnis nicht so drauf geachtet. Ich hätte auch nicht drauf geachtet, hätten wir nicht vor ein paar Folgen explizit drüber geredet, dass während des Drehs keiner Stiefel getragen hat, weil sie die alle so scheiße fanden. Und jetzt hat man halt diese Nahaufnahme von Frank mit dem Stiefel. Ich hatte ja mit 13 oder 14 ungefähr genau solche Stiefel. Die komplett lochgeschnürten, ohne Haken? Oder mit ewig? Komplett lochgeschnürt, ohne Haken, jawohl. Dann habe ich an der Stelle schon mal mein Leid mit meiner Ex-Freundin erzählt. War die auch komplett lochgeschnürt, ohne Haken? Ne, die hatte 20 Loch-Ranger. Das hat dann immer ein bisschen länger gedauert, bis sie die Schuhe an oder aus hatte. Gott, war das ein Elend jedes Mal. Ja, das ist ungefähr das, was ich habe. Aber man hat irgendwann kommt man drauf, dass man einfach doppelt so lange Schnürsenkel reinmachen muss. Dann muss man die nur sehr, sehr locker ziehen und dann kann man das ein bisschen schneller wieder hinkriegen. Apropos Stiefel und Nikolaus, das hatte ich aber in der letzten Folge. Hatte ich das mal erzählt mit Nikolaus an Bord? Nee. Erzähl. Ja, stellt sich raus, der Kommandant der Gorch Fock ist ein Arschloch gewesen. Wir hatten nämlich Nikolaus auf See und er hat allen Leuten was in die Stiefel getan. Aber nichts, was einen Tritt ausgehalten hätte? Dann war Alarm. Und Nachtalarm, genau. Wenn du Glück hattest, hattest du nur eine Mandarine im Stiefel. Das hat zwar ein bisschen gestunken, tat aber nicht so weh. Aber die Jungs mit Walnüssen? Ja, schönen Dank. Naja, wenigstens hat man keinen Inkubator dafür gebraucht dann. Richtig. Sehr schön finde ich auch, als Raider dann zum Abschluss der Startszene reinkommt und sich nur umguckt, wow sagt und Hawkeye sagt, there were no survivors. Und das ist ja nicht ganz richtig, da liegt ja noch einer und schnarcht. Tja, Fachrichtung Hals-Nasen-Gitarren. Ja, und dann springen wir ja zum Armee-Unsinn in Hübsch mal wieder. Also die nächste Krankenschwester, die erklärt, warum etwas komplett schwachsinnig ist und der sofort benötigte Abstrich erstmal irgendwie eine Woche braucht, weil man den ja erstmal ins nächste Land schicken muss. Ja, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Hawkeye oder Trapper, das weiß ich gar nicht mehr genau, fragt auf jeden Fall, why don't we have an incubator here? Und sie sagt, because it would save time and effort and it would make sense. Nothing to add. Ja. Ja gut, und diesmal lässt sich Henry dann ja sogar überzeugen, dass man das mal angehen sollte und geht das dann ja auch relativ schnell für seine Verhältnisse an. Aber, wie du schon sagtest, da ist dann die Army davor. Wobei er ja vorher noch sagt, ich kann nicht schon wieder einen Inkubator bestellen, wir haben erst einen Grill bekommen. Ja, aber da hat man ja wieder das Raider-Quadrat, die ja zusammen erstmal diesen Grill aufbauen. Auch wieder schön mit Sprache gegenseitig wegnehmen und auch nicht so unsinnig. Also wenn man sieht, was die Armee teilweise veranstaltet, nur damit die Leute motiviert sind, ja, da werden ja auch Kühe für ein Barbecue eingeflogen und sonst was. Oder hier irgendwelche Hollywood-Stars treten zum Tanzen mitten im Dschungel auf. Ich habe gerade eine Kuh, die am Barbecue-Grill mit Grillen sitzt, vor Augen. Ja, so ähnlich. Wobei, da kommen wir ja auch gleich bei diesem Adrettenversorgungs
Also was für einen Rang hatte der? Egal. Der hat ja auch gesagt, ja, also einen Pizzaofen können sie kriegen. Und für die Pizza nehmen sie das Formular für irgendein Schießzeug und statt Schießzeug tragen sie dann halt Pizza ein. So mache ich das heute noch. Womit wir dann auch wieder die nächste Armee-Uniform-Variante gesehen hatten, mit dem Blouson statt dem Jackett. Sehr schick, sehr, sehr schick. Schicker Mensch. Witzigerweise sollte das ja eigentlich Frank als Versorgungsoffizier aufzählen, diese ganzen Regularien, hat aber der Schauspieler sich diese ganzen Sachen nicht merken können, deswegen hat ja einer der Produzenten extra die Uniform angezogen, weil es würde ja auch eigentlich keinen Sinn machen, dass da irgendeiner aus dem Hauptquartier extra angejöckelt kommt für einen 600 Euro Inkubator, 600 Euro sage ich schon, 600 Dollar Inkubator, das würde ja normal über hier Telefon laufen, aber natürlich wollte man das ja in der Szene haben. Also haben sie da extra jemanden hingestellt, der das alles runterbetet. Das war kein Schauspieler? Ich weiß nicht, ob es ein Schauspieler war oder einer der Produzenten. Ich hatte das nur gelesen, dass in der Folge der Schauspieler von Frank sich diese ganzen Formularnummern nicht merken konnte und deswegen ersetzt wurde. Spannend. Also ich fand ihn auf jeden Fall ein Schnuckelchen. Was vor allem da ja witzig ist, dass sie, da sie den Charakter Captain Sloan dann irgendwann in der nächsten Staffel, meine ich, in Season 3 nochmal wieder zurückkehren lassen. Oh, und in Season 6 auch nochmal. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Wieder mit dem Schauspieler besetzt? Ja, Alden Quick ist das. Der taucht noch öfter auf. Okay, ich freue mich. Genau, er taucht dann dazu aber noch in mehreren weiteren Rollen auf. Das macht ja nichts. Gut, ja. Die Inkubatorjagd ist also eröffnet, da sie jetzt ja wissen, dass sie eine Jukebox oder einen Pizzaofen kriegen können, weil die kein Luxus sind, genau. Wobei ich da an der Stelle den Plot Twist toll gefunden hätte, wenn man dann einen Pizzaofen bestellt und tauschen geht. Also man kann auch in einem Pizzaofen Kulturen züchten. Aber ich glaube, so ein Inkubator ist da wirklich für ein Krankenhaus sinnvoller. Lustig ist, dass das einfach die Bürokratie in der Armee nicht einsehen will. Naja, man ist ja nicht nur die Bürokratie, ne? Wir sehen ja dann erstmal in der nächsten Szene erstmal diesen Horter, der halt einfach ganz klar sagt, ja, ich habe jetzt hier drei Inkubatoren, ich möchte damit mein Geschäft machen. Und wenn ich jetzt einen weggebe, dann habe ich ja nur noch zwei. Und da sieht man ja halt erstmal schon diesen richtig den ersten korrupten Etappenarsch, der halt hinter der Front sitzt und sich nicht drum kümmert, sondern Hauptsache sein Lager ist schön voll und er kann damit seine Geschäftchen machen. Ja, wobei von Geschäften sagt er ja noch nichts, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Der will einfach nur nichts abgeben. Ja, und er regt sich darüber auf, dass die beiden ja so schick angezogen sind. Tja, hätten sie das mal gelassen. Wobei, die Verkleidung war ja Henrys Idee. Er sagte ja vorher explizit und rennt da nicht rum wie hier, sondern zieht euch mal ordentlich an, ne, und das haben sie dann davon. Genau, aber sie schaffen es auf jeden Fall sowohl ihn als auch den Kommandanten wie die absoluten Oberarschlöcher dastehen zu lassen. Das ist in der Serie ja schon nicht einfach. Ja, man merkt halt wieder, Henry hatte eine gute Idee, ne? Ja, es ist ja aber prinzipiell auch gar nicht die verkehrteste, das muss man ja sagen. Also ich meine, gut, je nachdem, auf wen man da trifft, aber die meisten Leute, also wenn man auf so eine Tour geht, dann ist die Paradeuniform ist es ja auch nicht, aber die Nicht-Alltagsuniform ja schon die richtige Bekleidung. Also ich gehe auf Dienstreise auch in der Regel im Jackett, also. Ja, und dann kommen wir zum Chef von dem Hort, dem Horder. Wenn ich erst anfange, meine Pflicht zu tun, wo kämen wir denn da hin? Ist das Zitat, das ich mir zu ihm aufgeschrieben habe? Furchtbar, ja. Oh. Ja, er lässt sich's gut gehen mit allen Annehmlichkeiten, die so ein durchkorrumpierter. Aber sie sind eigentlich in Korea, ne? Oder sind die in der Etappe schon in Japan auf einmal? Japan ist ein ganzes Stück weit weg. Weil seine. Naja, Spielen war doch sehr auf eine Geisha in Japan getrimmt, oder? Keine Ahnung, ich kenne mich da in der Region jetzt nicht so kulturell aus, aber war schon auf jeden Fall, naja, unangenehm. Aber ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen an der Stelle, aber Auf jeden Fall war nirgendwo irgendwas von Artilleriefeuer oder sowas zu hören. Ja, die hatten ja ihre Hauptquartiere teilweise in Japan, aber die werden ja nicht für so einen scheiß Inkubator einmal das Kriegsgebiet komplett verlassen haben. Ich glaube, das werden wir jetzt an der Stelle auch nicht mehr geklärt kriegen, aber ja, gut. Egal.
merkwürdig. Ja, der macht ihnen ja jetzt ein gutes Angebot, dass sie einen Inkubator kriegen zum Freundschaftspreis von $600 plus Versand, Shipping plus Eventim-Ticket-Gutschein und selber drucken zu Hause. Ja, nur weil er Hawkeye leiden kann. BJ, hier, nicht BJ, sondern Trapper nicht. Der hat so einen widerlichen Hauch von Moral an sich. Das mag ich ja auch nicht an Menschen. Deswegen hängst du auch mit uns rum, ne? Yep. Wo kamen wir denn hin, wenn sich alle im Krieg moralisch verhalten würden? Also wirklich. Moral, Niveau, das sind alles so Dinge, die stören doch nur. Ja, und dann schalten wir direkt live zur Bundespressekonferenz. Genau, anstatt an die Presse zu gehen, gehen sie in die Presse. Ja, der General ist ja auch schön. Also das ist echt wirklich Bundespressekonferenzniveau. Wir reden sehr viel über nichts und reden dabei, dass wir reden, aber dabei eigentlich keine Aussage treffen, aber wir eigentlich die Aussage von letzter Woche nicht bestätigen oder verneinen wollen. Aber grundsätzlich sind wir da jederzeit bereit, darüber zu reden, dass wir reden wollen. Hauptsache, wir müssen nichts sagen. Fand die Presse an der Stelle aber auch sehr realistisch dargestellt, wo dann irgendwie das die Frage aufkommt, ja, was macht denn eigentlich so ein Inkubator? Ja, der macht hier so Erregerkulturen. Was hier? Do we engage in germ warfare? Und so, na, einfach nur irgendein Wort, ein einziges Wort in dem ganzen Wortschwall verstanden und damit losgerannt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wie heutzutage auf Twitter. Ja, oh Gott. Und heutzutage bei der Presse, das ist ja nur auch nichts anderes. Also. Ja, da habe ich mir das Zitat aufgeschrieben, das ist eine Pressekonferenz, das Letzte, was ich hier will, ist Fragen zu beantworten. Ja, sehr schön realistisch, das stimmt. Ja, dann sind wir mit der Pressekonferenz durch. Unsere beiden Helden werden dann von der MP wieder bei Henry abgeliefert und Papa Henry ist total böse und muss erstmal Hausarrest verhängen. Weil das geht ja nicht, dass sie ohne seine ausdrückliche Zustimmung und grundsätzlich da selber aktiv werden. Ja, man muss sagen, Henry hat einen sehr modernen Erziehungsstil. Er lässt erstmal die beiden selber entscheiden, was denn da angemessene Strafe für ihre Fehltritte sind. Vielleicht ist er auch einfach nur faul, man weiß es nicht. Ist bei Henry eher wahrscheinlich, ja. Ja gut, und jede Strafe ist ihnen dann am Ende recht, denn natürlich hat Raider einen Inkubator bekommen. Ja, wobei natürlich auch diese Aussage, kann man den auch auf Grillen stellen. Ist halt wieder das schöne Gemauschel und das Besorgen und hintenrum. Ja, aber das ist die Frage, die ich vorhin hatte. Warum haben sie nicht einen zusätzlichen Pizzaofen bestellt, den sie getauscht haben? Nee, sie haben ja gerade einen Grill bekommen, da ist es ja schwierig, jetzt auch noch einen Pizzaofen zu bekommen. So, zumindest die Pizzen hätten sie gegeben. Ja, und man muss ja halt auch wissen, was man im Versorgungsmaterial wie bestellt, ne? Also du bestellst ja auch bei der Marine keinen Pool fürs Flugdeck. Du bestellst einen Satz Leckabstützbalken in der Spezialausfertigung plus einen Lecksegel auch in der Spezialausfertigung. Dass, wenn man das miteinander kombiniert, dann zufällig ein Pool ergibt, das ist ja nicht beabsichtigt. Ja, ja, wir wissen ja auch, der Pizzaofen ist unter dem Formular für irgendwas, was eigentlich schießen kann, zu kriegen. Ich glaube, es war ein Maschinengewehr. Ja, das wird Henry natürlich jetzt nicht schmecken, aber gut, ich würde auch sagen, dass ein Inkubator wichtiger ist als Steaks, zumal man sich so einen blöden Grill ja nur auch wirklich einfach mal selber basteln kann. Apropos Pool, da Henry wollte ja auch noch einen Pool bestellen, nachdem Raider rausgefunden hat, dass er einen Pool auch anfordern kann und Raider nur meinte, es ist ja hier zu kalt, aber er könnte ja Forellen drin halten für den Grill. Ja. Übrigens, könnt ihr euch auch alle so richtig schön vorstellen, wie der schmuddelige Kommandante von dem Nachschublager da, von dem anderen Krankenhaus besser gesagt, sich gerade einen Ast freut, wie er jetzt gerade seine Steaks grillen lassen kann, weil er ja diesen blöden Inkubator gegen den Grill eingetauscht hat. Ja. Ich glaube nicht, dass Raider den da organisiert hat. Ich könnte es wahrscheinlich nicht, aber ich könnte es mir so richtig schön vorstellen. Ja, klar. Ich stelle mir die ganze Zeit viel eher die anderen zwei vor. Die nannte ihn Daddy, das ist eklig. Dann stellst du dir doch nicht vor, wenn du es eklig findest. Also ich versuche gerade aktiv mir nicht diese Armeepizzen vorzustellen. Das ist auch eklig, du hast recht. Oh, oh, oh. Aber eigentlich hätte man ja jetzt auch so einem dieser Rolltische, weil sie ja alles aus den Rolltischen machen, also von Tischtennisplatte zu Pferderenngefährt, hätten sie auch einen Grill daraus, so einem Rolltisch mal machen können. Nur einen Inkubator, den kann man dann nicht mehr eben so draus bauen. Auch mit genug Mühe kriegt man aber bestimmt auch einen Inkubator raus.
Naja, wir müssen uns jetzt nicht über Temperaturregelungen in so einem feinen Bereich unterhalten. Naja, gut. Dann hätte man den Grill nehmen können, das hatten wir schon. Ja, machen wir einen Deckel drauf? Wollte ich auch sagen. Machen wir einen Deckel drauf, kommen wir zur Bewertung. Sagen, der Deckel gehört nach irgendeiner Bewertung erstmal drauf. Und meine Bewertung, wo ich mich irgendwie gerade schon ins Zeug lege, wären ja auch wieder 7 von 10 eingetauschten Grills. Auch mich hat die Folge gut unterhalten, von daher wäre ich bei 8 von 10 umgebauten Rolltischen. Ja, ich bin auch gut unterhalten, nicht ganz so gut wie die letzte Folge, also wäre ich da bei 8 von 10 PR-Generälen, die keine Fragen beantworten. Verdammt, ich habe 8 von 10 gesagt, ich meinte doch 4 von 5, also nein, ihr wisst doch, also, oh Gott. Ja, Henry. Zu spät. Ja, ist schön, wenn man wenigstens einen Kompetenten da hätte, ne? Der Sven ist kaputt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück haben wir einen Reserve-Sven. Ja. Sehr gut. Backup ist wichtig. Ja gut, also ich gebe mal einen Arzt unter der Matratze und 4 frisch verpackte Inkubatoren. Du hast einen Inkubator mehr als dieser komische Schmierlappen? Wow. Ja, wir haben noch nicht erwähnt, dass Major General Maynard Mitchell hier seinen 2. von 3 Auftritten hat. Also 3 Auftritte und es ist ein 2-Sterne-General. Das macht zusammen dann 6 von 10 Punkten für mich. Ich mag den allzu rechnen. Ja, dann bedanke ich mich für alle Teilnehmer, bedanke mich fürs Zuhören und dann versumpfen wir demnächst mal wieder zusammen bei Mesh unter dem Messer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.